Als allerletztes schauen wir uns natürlich auch noch das komplexe Hochladen desselben Bildes an. Wir gehen wieder auf Hochladen, Bild hochladen, suchen uns wieder das Bild, fügen es ein diesmal hier die Auswahl komplex. Du kannst natürlich auch die Beschreibungen dir durchlesen, um zu entscheiden, was für dein jeweiliges Bild, das du ausgewählt hast, wohl am besten passt. Hier steht dabei kleinste Details, gemischte Farben oder geringer Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund. Dieses Bild ist schwieriger zu verarbeiten. Gut, wählen wir das mal aus und gehen auf Weiter und verringern es wieder hier in der Lupenansicht, also wir zoomen heraus und haben die gleichen Optionen wie auch davor und können jetzt mal mit den Standardeinstellungen auch hier anfangen, den Hintergrund freizustellen und du siehst, hier wurde erarbeitet auch länger, weil alle Farbinformationen bleiben erhalten, so wie sie auch ähm, sind. Also im Originalbild, hier siehst du, den, bei den Haaren hat er auch was mitgenommen. Ich gehe jetzt einfach einen Schritt zurück. Ich merke aber auch schon, er braucht länger, um alles zu verarbeiten, weil einfach das Bild jetzt auch wirklich komplexer gehandhabt wird. Du siehst jetzt hier bei den Haaren, dass der, der Farbunterschied ist nicht sehr groß. Und wenn ich hier hinauf drücke, dann. Äh, wird es hier eben noch vereinzelt zu Unreinheiten führen, aber er erkennt sehr wohl die unterschiedlichen Farben, obwohl sie sehr ähnlich zueinander sind. Das heißt, hier kannst du schon viel genauer die Auswahl treffen, ohne dass du selbst bei den Einstellungen hier viel verändern musst. Da drücken wir mal weiter. Das war natürlich jetzt weniger günstig. Dann würde ich einen Schritt zurückgehen und mir jetzt überlegen, wie ich hier am besten zu der Einstellung komme, dass äh, mein Gesicht eben nicht mitgelöscht wird. Und jetzt siehst du auch schon bei Bildern, also wirklich Fotos, ist wahrscheinlich die komplexe, das komplexe Hochladen ähm, empfehlenswert, da man hier schon von vornherein exaktere... Ähm, Vor Einstellungen hat, mit denen man arbeiten kann, die wirklich gut sind und was man selbst nicht machen muss. In dem Bereich hier jetzt müsste ich halt, wenn ich jetzt wirklich nur mein Gesicht haben wollte, könnte ich natürlich auch hier wieder mit meinem Radiergummi arbeiten, um hier die den Übergang zu kappen sozusagen. Allerdings, wie du auch siehst, was hier dann schon der Fall ist, dass dann hier so ein schwarzer Rand bleibt, da müsste man mit dem Radiergummi schon sehr sauber arbeiten, dass das nicht verwackelt, weil das wird dann ja eine Schnittlinie werden. Also da muss man einfach ein bisschen üben und spielen und schauen, was dann zum schönsten Ergebnis führt. Jetzt zoome ich dann nochmal heraus. Und wenn ich dann auch weitergehe, habe ich wieder die gleiche Möglichkeit, das als Druckbild oder als Schneidbild zu, schneiden, äh, zu speichern. Und jetzt kann ich natürlich wieder sagen, Miriam, komplex und gehe auf Speichern. Und auch das wird mir wieder in meiner Bibliothek angezeigt werden. Also ich kann jetzt als Resümee nur Folgendes sagen, dass es wahrscheinlich bei wirklichen Fotos von... Menschen, Tieren und so weiter am einfachsten oder wahrscheinlich am schönsten nach langer Bearbeitung sein wird, das Bild komplex hochzuladen. Und wenn ihr andere Dinge fotografiert habt, wo es eben nicht um... Äh, große Kontraste geht oder wo der Hintergrund vielleicht störend ist und so weiter, die eben wirklich einfacher sind und weniger komplex, dann eben eines der beiden anderen Auswahlmöglichkeiten zu nehmen. Äh, man wird durch langes Arbeiten vielleicht zu ähnlichen Ergebnissen kommen, bei dem einen oder anderen aber eben vielleicht schneller. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, bei deinen eigenen Bildern diese hochzuladen und in Schneidedateien umzuwandeln und wir sehen uns dann in der nächsten Lektion wieder.